Schönen Abend, schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einem kurzen Doorstep nach der Sitzung des Krisenkabinetts. Der Herr Bundeskanzler ist am Wort. Bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund der Fortdauer des Krieges in der Ukraine war es jetzt auch wieder notwendig, eine Krisenkabinettssitzung mit der Opposition, mit Vertretern der Sozialpartner, mit Vertretern der Länder, genauso auch der Energiewirtschaft durchzuführen und abzuhalten. Themen waren auf der einen Seite, dass wir, wenn man die vielen Krisenkabinettssitzungen Revue passieren lässt, einen kleinen Hoffnungsschimmer jetzt erhalten haben in der Fortdauer des Krieges, dass das erste große Getreidefrachtschiff Odessa verlassen hat. Sie kennen das, das war ein Thema, das bei vielen dieser Sitzungen auch ein Thema war, Green Corridors, das Herausbringen des Weizens, der Ölsaaten für Nordafrika, für andere Länder, die davon abhängig sind, ist zumindest ein Hoffnungsschimmer. Das zweite große Thema dieses Krisenkabinetts war das Thema Energieversorgungssicherheit. Und da gibt es gute Nachrichten. Wir haben uns vorgenommen, 80% der Speicherstände in Österreich zu füllen. Die Klimaschutz- und Energieministerin gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Arbeitsminister, genauso mit dem Finanzminister, hat ihr Möglichstes getan und kann einen Erfolg vermelden. Wir haben jetzt schon von 76 notwendigen Terawattstunden über 50 Terawattstunden eingespeichert. Das ist ein deutlicher Erfolg, vor allem wenn man daran denkt, dass wir im März dieses Jahres bei 15 Terawattstunden eingespeicherten Gases begonnen haben. Größenanhalt: in energieintensiven Monaten brauchen wir 10 bis 11 Terawattstunden Gas, in energiearmen Monaten wie den Sommermonaten 4,6 bis 5 Terawattstunden. Das heißt, wir sind weiter in der Lage einzuspeichern, wir sind in der Lage zu diversifizieren. Ein großes Danke hier an die Klimaschutz- und Energieministerin, dass ihr das gelungen ist. Es ist wieder hier auch im Verbund gelungen. Der Staat alleine kann das nicht. Es braucht von unserer Seite die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es braucht die Ermunterung der Privatwirtschaft und der Industrie, tatsächlich einzuspeichern durch Rechtssicherheit, gleichzeitig auch durch die Zusage, dass, wenn teureres Gas gekauft wird, dieses auch kompensiert wird. Diese rechtliche Grundlage wurde geschaffen. Und es ist jetzt in den Versteigerungen gelungen, so viel Pipeline-Kapazität zu sichern, dass wir auch tatsächlich sagen können, dass wir ein Stück weit unabhängiger werden vom russischen Gas. Das dritte große Thema war natürlich die Teuerung. All das, was die Menschen beschwert. Auf der einen Seite haben wir als Bundesregierung die Sitzung dafür genutzt, um breit und umfassend zu informieren, dass die Entlastungswelle für die Menschen jetzt ab August startet. Im August startet die doppelte Familienbeihilfe. Der Familienbonus wird erhöht von 1.500 auf 2.000 Euro. Pensionistinnen und Pensionisten können den Absetzbetrag vorziehen um 500 Euro und der Antiteuerungs- und Klimabonus pro Person, pro Haushalt im Oktober. Das heißt, ab August wird das, was so notwendig ist und zu Recht, aber es geht aufgrund des Parlamentarismus auch oft nicht anders, dass die Entlastungsmaßnahmen noch nicht spürbar sind, durch die Entlastungswelle, die jetzt im August startet, deutlich anders und besser. Das, was ich sagen möchte, ist, das Krisenkabinett war in einem ausdrücklich konstruktiven Klima geführt. Es gab viele gute Anregungen, Diskussionen von allen, die dort jetzt vertreten waren. Unser Ziel als Bundesregierung, mein Ziel als Bundeskanzler ist es, dass wir in einer der größten Herausforderungen in der Geschichte der Zweiten Republik gemeinsam auch mit der Opposition bestmöglich nach Lösungen für die Menschen suchen. Es war natürlich die Strompreisbremse ein großes Thema. Auch hier die Energieministerin in federführender Verhandlung mit dem Finanzminister, mit dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, um hier bis Ende August ein Modell auf die Füße zu stellen, das tatsächlich dann dauerhaft auch den Menschen eine Entlastung bei dieser großen Belastungsfrage auch bringen kann. Die Einbindung auch und vor allem der Sozialpartner und der Firmen, die hier
da wären, dass in der kurzen Frist, und kurze Frist heißt jetzt in den nächsten Winter hinein und eigentlich den gesamten Herbstwinter, dass hier schon sehr, sehr viel gelungen ist. Ich möchte aber in der schwierigen Lage beginnen, dass niemand glaubt, wir wären hier naiv oder blauäugig. Wenn, aus welchen Gründen immer, weil es Putin veranlasst, oder Gazprom gewisse Eigeninitiativen entwickelt, um das um hier weiter vertraglich oder auch technisch Probleme zu machen, was die Gaslieferungen betrifft. Oder weil die Kriegsereignisse das erzeugen, auch das kann ja passieren. Aufgrund des Ukraine-Kriegs, wir kriegen von diesen Leitungen, die über ukrainisches Gebiet gehen, das meiste Gas, nicht über Nord Stream 1, dass es zu einem totalen Ausfall kommen kann, und zwar mehrere Monate von russischem Gas. Das wäre eine dramatische Situation dann immer noch. Dann verschiebt sich halt ins nächste Frühjahr hinein oder in den nächsten Sommer bis zum nächsten Winter. Möglicherweise wird der nächste Winter schwieriger zu handeln als dieser, weil wir diesen schon sehr, sehr gut vorgesorgt haben. Danke an alle, die hier mitgewirkt haben. Das muss einfach klar gesagt werden. Ja? Die Lage ist mit gewissen Eintrittswahrscheinlichkeiten immer noch sehr, sehr dramatisch. So, jetzt aber schnell noch zum Guten auch. Und um es nochmal mit anderen Worten vielleicht auszudrücken, es geht hier zweimal um gute 50%. Wir haben deutlich über 50% eingespeichert von der Gesamtkapazität. Aber ich will es trotzdem anders übersetzen, weil Österreich hier ganz vorne dabei ist. Wir haben riesige Speicherkapazitäten in Österreich gemessen an unserer Volkswirtschaft und unserer Bevölkerung. Was heißt das dann aber? Wir haben weit, weit mehr als einen Halbjahresverbrauch schon eingespeichert. Und wenn das so weitergeht, werden wir in den nächsten Wochen verkünden können, dass wir schon 60%, nämlich eingespeichert haben, nicht nur jetzt im Anteil an der Kapazität, sondern auch was Jahresverbräuche betrifft. Würden wir in Österreich 100% einspeichern, hätten wir weit über den Jahresbedarf. Würde in Deutschland über 100% einspeichern, hätten es 3 Monate circa, soweit ich informiert bin. Und das muss einfach einmal sozusagen in der Dimension klargerückt werden. Also mit einem halben Jahr darüber hinaus kommt man schon sehr weit. Trotzdem bleibt die Aufgabe, nicht nur einspeichern, sondern durchaus auch sparen. Das heißt auch substituieren. Ja, wir bereiten das auch vor mit der Kohle, Sie wissen das, alles am Tisch. Und am Schluss natürlich diversifizieren. Und das sind die zweiten guten 50%. Es ist jetzt zumindest mathematisch herleitbar mittlerweile aus mehreren Berechnungen, dass die Abhängigkeit von zwischenzeitlich sogar über 80%, Sie kennen meinen Ärger, wo Sie uns vorher die Regierungen eingebrockt haben, von zwischenzeitlich über 80%. Auf nachweisbar unter 50% gesunken ist, und hätte uns das irgendwer zu Ostern gefragt, hätten wir uns das nie prognostizieren trauen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel gelungen, und deshalb für die kurze Frist und die Sicherheit, ja, die Versorgungssicherheit in den Herbstwinter hinein gut. So, ja, gleichzeitig Güter war, dass es zwar da ist, das Gas und auch der Strom, aber die Energieträger immer teurer werden. Das ist völlig richtig. So betrachtet ist nochmal die Strompreisbremse angesprochen worden. Sie wissen, der Vorschlag begünstigt den Grundbedarf. Warum ist das so wichtig, um auch dieser Sprachverwirrung entgegenzuwirken? Es wird immer von irgendwelchen Decken geredet. Ja, wenn das ernst gemeint wäre, das ist heute wirklich klar am Tisch gewesen, das haben sich alle dieser Meinung angeschlossen, dass einfach irgendein Decken, so wie am Anfang ja in der Diskussion war, Österreich nur in einen unsäglichen Milliardenschaden treiben würde, weil es zu gar nicht großen Energiepreissenkungen in Österreich führt, aber dafür in ganz Europa, also sagen wir ehrlich, in halb Europa, aufgrund der Konfiguration des Strommarktes und der technischen Voraussetzungen, wie halb Europa mit österreichischen Steuermilliarden subventionieren würden. Na, das kann es aber dann nicht sein. Also, in Wahrheit, Sie wissen es schon, auf die Stromrechnung begünstigte Teile hier einziehen, und deshalb hat es auch diesen Namen Strompreisbremse, begünstigten Grundbedarf. Das ist wichtig, und ein letzter Punkt. Es gibt ja immer mehrere Herangehensweisen, in dem Fall mindestens zwei, wie man die Auswirkungen der Teuerung abfedern kann. Ja, die eine ist, zu versuchen, auf die Preise einzuwirken, das ist aber nicht so leicht. Vorgeschlagene Spritpreisträger, genauso wie in Ungarn, sage ich nur, schauen wir über die Grenze. Da wird jetzt das dritte Mal, soweit ich mitgezählt habe, der Sprit rationiert. Das ist dann halt der Effekt davon. Das kann so nicht sein. Ne? Außerdem ist es EU-rechtswidrig, wie die Lösung dort gemacht wird. Und wenn ich dann einmal die Möglichkeit habe, voll zu tanken, dann spiele ich es halt dort.
Es ist immer das Gleiche, wenn es Mengenprobleme gibt, dann kann der Deckel alleine, ein echter Deckel jetzt aber nicht helfen. Schauen wir nach Kroatien oder nach Slowenien, was haben wir dort für Probleme? Ja, die kleinen Tankstellen am flachen Land sperren reihenweise zu, weil sie mit diesen verordneten Preisen nicht zurechtkommen. Also man muss es schon schlau machen, sagen wir mal so. Also smarte Lösungen, aber ja, auf die Art und Weise soll natürlich der Zweck am Schluss erreicht werden, dass die große Schwierigkeiten haben, diese steigenden Energiekosten zu tragen, dass denen unter die Arme gegriffen wird und das sollte gelingen. Und übermorgen beginnt es am 3. August, da wird die erhöhte Familienbeihilfe ausbezahlt und das geht jetzt die nächsten 2 Monate so weiter. Und nehmen wir den Klimabonus und den Teuerungsbonus her, wenn du 4-köpfige Familie nimmst, sind es 1.500 Euro. Also das braucht man mir niemand erklären, dass das wenig ist. Ja, aber wenn es weitere Maßnahmen braucht, werden wir die auch machen. Und es sind 2 Wege zu beschreiten. Dort, wo es sinnvoll und vertretbar ist und möglich ist, überhaupt in die Preise einzugreifen, ohne die Spareffekte zu verringern. Und dort, wo das nicht sinnvoll möglich ist, ist es doch viel gescheiter, Direktzahlungen, Direkthilfen und Soforthilfen zu machen. Ja, und wie gesagt, jetzt geht's los. Herzlichen Dank. Dann von mir noch zum Abschluss. Ich beginne mit einem Danke an den konstruktiven Diskurs, den wir heute hier geführt haben im Krisenkabinett mit der Opposition, mit den Sozialpartnern, weil ohne Zweifel sind wir in einer herausfordernden Situation. Und in einer herausfordernden Situation ist es gut, zusammenzurücken und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und wir haben das ja in den letzten Wochen und Monaten getan. Wir haben hochkomplexe Fragestellungen oft mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament gemeinsam gelöst, ob wir die Gasdiversifizierungsgesetzgebung auf den Weg gebracht haben oder die Speichergesetzgebung. Und ich habe diesen Termin heute genutzt, um über die Fortschritte zu berichten, weil wir sehen, dass diese Maßnahmen jetzt wirken, aber auch um zuzuhören, weil die Herausforderung, und das hat auch der Herr Vizekanzler schon ausgeführt wird und der Herr Bundeskanzler ausgeführt wird, groß bleiben. Den Kurzbericht möchte ich natürlich Ihnen auch nicht vorenthalten. Wir haben große Schritte gemacht. Wir stehen mit heutigem Stand bei der Reduktion der Abhängigkeit von Russland auf unter 50%. Also wir konnten diese Abhängigkeit auf unter 50% senken. Wir haben gleichzeitig einen Speicherstand von über 50 Terawattstunden. Das entspricht annähernd 55% unseres Jahresverbrauchs. Unser Speicherziel ist nach wie vor erreichbar von 80%. Das ist wichtig, weil die Speicher unsere Sicherheitspuffer sind. Und dazu hat auch beigetragen, dass wir gemeinsam alle Speicher in Österreich nutzbar gemacht haben. Und ich darf Ihnen heute auch berichten, dass seit heute 6 Uhr früh auch im Speicher Haidach eingespeichert wird, am technischen Maximum beinahe eingespeichert wird. Auch ein Teil der österreichischen strategischen Gasreserve wird in Haidach eingespeichert. Klar ist, die Herausforderungen werden groß bleiben, auch wenn wir heute über gute und wichtige Fortschritte berichten konnten. Die Herausforderungen werden groß bleiben und sie werden uns alle weiter fordern. Sie werden die Energiebranche fordern, die Bundesländer fordern, uns als Bundesregierung. Und auch deswegen war mir dieser Termin heute sehr, sehr wichtig, weil wir werden diese Herausforderungen nicht über parteipolitische Profilierung oder gegeneinander lösen, sondern wir werden sie nur miteinander lösen. Und genau dazu hat dieser heutige Termin auch beigetragen. Es war ein Termin in sehr, sehr konstruktiver Atmosphäre. Wir werden weiterhin gut zusammenarbeiten, damit wir auch die nächsten Schritte in dieser herausfordernden Situation für Österreich, aber auch für ganz Europa auf den Weg bringen. Vielen Dank, Frau Energieministerin. Wir haben Zeit für einige Fragen. Bitte schön. Sie haben und sprechen jetzt seit Tagen den Stromrechnungsdeckel an. Wenn ich den Stromrechnungs- oder Strompreis, weiß ich jetzt nicht, aber wie auch immer, dass eben der Grundbedarf gedeckt wird. Wie? Strompreisbremse. Strompreisbremse, gut. sprechen Sie an. Jetzt wissen wir aber alle, der Strompreis an und für sich ist ja nicht das Problem, sondern die ganz großen Probleme auf die Menschen kommen dann auf die zu, die mit Gas heizen müssen. Jetzt gibt es viele, die haben Warmwasser mit Gas, aber es gibt auch die dazu, und das sind nicht wenige, vor allem in den Städten, vor allem in Wien, die mit Gas heizen. Kommt auch eine Gas
Gasdeckel, da jetzt schaff's wieder nicht. Ich sage Gasrechnung, kommt auch ein Gasrechnungsdeckel, wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, Sie sagen jetzt eben, jetzt geht's los, das hat der Herr Kanzler gesagt, das hat der Herr Vizekanzler gesagt, weil Sie die Kritik hören, es wird zwar viel beschlossen, aber es kommt bei den Leuten noch nichts an. Jetzt sagt aber nicht nur die Opposition, sondern auch Expertinnen und Experten, das, was jetzt anfängt zu wirken, wird nicht reichen. Der Herr Vizekanzler meinte, wenn nötig, wird noch was kommen. Wie gesagt, auch Expertinnen und Experten sagen, es wird nicht reichen. Also, wann kommt noch was und was? Also wir haben im Ministerratsvortrag letzte Woche vereinbart, dass die drei Ministerien gemeinsam ein Modell für eine Strompreisbremse bis Ende August ausarbeiten, als ersten Schritt und als sehr konkreten Schritt, weil das Stromthema betrifft alle Menschen in Österreich. Wir haben aber auch gesagt, dass wir darauf aufbauen, dann die weiteren Energieträger uns anschauen. Wir werden aber starten mit Strom, weil das das Modell ist, das im ersten Schritt einmal wirklich alle betrifft. Ich darf auch darum ersuchen, es ist ein komplexes Modell. Wir arbeiten intensiv. Wir haben auch heute wieder gesagt, wir machen nicht nur eine Runde mit der Branche, sondern wir wollen natürlich auch mit den Experten, Expertinnen der Sozialpartner weiter zusammenarbeiten, damit wir ein gutes, administrierbares und ein wirkungsvolles Modell auf den Weg bekommen. Wir sehen das als Bundesregierung genauso ernsthaft wie die Expertinnen und Experten und wir haben aber eben auch die Expertise, dass die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, und jetzt schnell zu entlasten im Umfang von 6 Milliarden Euro, das heißt die doppelte Familienbeihilfe, das heißt der erhöhte Familienbonus, das heißt die vorgezogene Absetzmöglichkeit für Pensionistinnen und Pensionisten, das heißt aber vor allem auch den Antiteuerungs- und den Klimabonus, dass wir mit diesen Maßnahmen eindeutig die Menschen gezielt entlasten bei der Herausforderung der Teuerung. Es ist von niemandem hier in der Bundesregierung behauptet worden, dass wir alle Folgen der Teuerung zu 100% abdecken können. Entscheidend ist, dass wir die Menschen so gut als möglich auf diesem Weg begleiten, die sozial schwachen Gruppen und genauso unterstützen und schauen, dass die in der Lage sind, ihr Fortkommen weiter zu haben. Alleine jetzt 600 Euro in Summe in der Auszahlung direkt für diese Menschen. Jetzt kommen die zweiten 300 Euro eben auch da für die Menschen mit geringen Einkommen. Es gibt eine Vielzahl jetzt von Entlastungsmaßnahmen. Warum ich es nur so betont habe, ist, weil für all das, was wir zuerst im Ministerrat beschlossen haben, braucht es den parlamentarischen Prozess. Der ist abgeschlossen und damit kommen die Maßnahmen jetzt auch tatsächlich zur Wirkung. Die Strompreisbremse dazu ist ein weiterer großer Entlastungsschritt. Warum ist sie notwendig, so wie die Energieministerin gesagt hat? Weil es eben alle Menschen trifft und der Strompreis derzeit an den hohen Gaspreisen gekoppelt ist. Und das daher eine enorme Belastung für die Menschen darstellt. Deswegen jetzt hier dieser erste Ansatz. In der Frage von anderen Energieträgern ist es so, wie Sie gesagt haben, es ist österreichweit total unterschiedlich zwischen Gas, Öl, Biomasse. All das muss dann gesondert berücksichtigt werden. Wir haben auch immer als Bundesregierung gesagt, wir brauchen eine Fülle an Maßnahmen. Was ist die? Dass wir auf der einen Seite ja nach wie vor die ökosoziale Steuerreform in der Umsetzung haben und nächstes Jahr eine Strukturreform begonnen haben, dass wir tatsächlich die schleichende Steuererhöhung abgeschafft haben. Darüber hinaus werden Sie im Herbst ja auch, und deswegen auch die Maßnahmen der Bundesregierung, ja die Herbstlohnrunden haben, die verhandelt werden. Das ist ein sensibles Thema für die Wirtschaft wie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und um diese zu begleiten, haben wir die steuerfreie Prämie zur Verfügung gestellt. Steuerfrei und auch sozialversicherungsbeitragfrei, heißt brutto für netto für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin und auch für den Arbeitgeber Sozialabgaben befreit. Darüber hinaus haben wir durch die Abschaffung jetzt der schleichenden Steuererhöhung im nächsten Jahr Vorkehrungen getroffen, dass eine Grundentlastung der Menschen stattfindet, zusätzlich zu den Maßnahmen, die wir jetzt aktuell für dieses Jahr beschlossen haben. Daher, ja, wenn wir dann den Strompreis, die Strompreisbremse haben, dann werden wir auch sehen, wie diese Entlastung plus Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung sich auf die Teuerung für die Menschen auswirkt und wenn es notwendig ist, dann weitere gezielte Maßnahmen setzen, weil wir haben noch immer das Phänomen der Inflation. Und wir müssen alle Maßnahmen, die wir setzen, immer auch danach abwägen, dass wir keine setzen, die die Inflation noch weiter antreiben. Das heißt, es braucht also hier immer einen ausgewogenen Mix. Maßnahmen wurden gesetzt, Evaluierung wird stattfinden. Entscheidend ist, dass die Entlastungswelle jetzt beginnt. Dankeschön, Frau Kollegin.
Sie versprühen ja beim Gas eher Optimismus, muss man sagen. Ab wann können Sie denn als Bundesregierung sagen, der nächste Winter, der wird ein Winter, wie wir ihn bisher kennen, oder sagen Sie, den gibt es nicht mehr? Ab wann kann man sagen, der Winter ist sicher? Ich habe vorher berichtet, dass wir unsere Abhängigkeit, und ich sehe das wirklich als großen Schritt und als wichtigen Schritt, auf unter 50% senken konnten. Das ist wichtig und das ist gut und das sagt uns, und wir haben die Instrumente in der Hand, um für die Haushalte sagen zu können, niemand in diesem Land wird in seiner Wohnung frieren. Es wird die Wohnung nicht kalt bleiben in Österreich. Aber die Situation ist und bleibt herausfordernd. Und eines muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Der 24. Februar war eine Zäsur in der europäischen, der österreichischen, nicht nur Sicherheitspolitik, sondern auch Energiepolitik. Also so werden, wie es einmal war, das wird es nicht mehr, weil Europa hat gesagt, wir steigen aus russischen Energielieferungen. Europa hat gesagt, wir beschleunigen die Energiewende jetzt noch einmal. Und das machen wir auch hier in Österreich, weil es wichtig ist, weil es eben nicht mehr einfach so war, wie es mal wird. Der 24. Februar ist eine Zeitenwende, ist eine Zäsur für Europa. Dankeschön. Letzte Frage, Herr Kollege. Und zwar, wir haben vorher nach dem Gipfel die Frau Randy Wagner interviewt und die hat uns gesagt, die Leute werden im Stich gelassen, es kommt kein Preisdeckel, Sie sagen das Gegenteil. Wie kommt es zu diesem Missverständnis, zu dieser völlig unterschiedlichen Kommunikation? Sie kennen die Forderungen der SPÖ, besser als ich. Wo ist da die Diskrepanz, dass Leute im Stich gelassen werden oder mitgenommen? Und eine Frage noch, erlauben Sie mir abseits vom Thema, es geistert durch die Medien, Frage an den Herrn Bundeskanzler, es würde an Ihren Stuhl gesägt, es kommen Namen von Nachfolgern. Wir sind in einer Krisensituation, was ist da dran? Also kommt der nächste Bundeskanzler oder sind das Gerüchte? Also ich fange mit der zweiten Frage an. Es ist eine offensichtlich mediale Sommerlochdebatte. Wir besprechen hier jetzt gerade sehr ernsthafte Probleme, die wir auch ernsthaft bearbeiten müssen. Dem widme ich 100% meiner Energie, genauso mit dem Vizekanzler und den anderen Regierungsmitgliedern. Und auf die Frage betreffend der Opposition. Ich habe die Krisenkabinettssitzung mit einem Appell eröffnet. An alle, die am Tisch sitzen, natürlich und ganz besonders gerichtet an die im Parlament vertretenen Parteien. Zum einen, es ist für uns alle und uns allen gut geraten, die Angstmachpropaganda der Russischen Föderation nicht ins Unendliche fortzusetzen. Die Angstmache der Menschen, die Sorgen verstärken, das ist das Ziel der russischen Kriegsführung. Das ist die Möglichkeit, die Einigkeit in der Europäischen Union zu durchbrechen. Das ist die Möglichkeit, die Menschen zu verunsichern und damit auch eine Form der Destabilisierung in den einzelnen Mitgliedstaaten hervorzurufen. Das andere ist, der Vizekanzler und ich, wir strecken ganz klar die Hand aus. Es sollte uns das gelingen, was uns bei der Corona-Krise zu Beginn gelungen ist. Es ist, und das sagen alle Expertinnen und Experten, die größte Krise in der Zweiten Republik. In dieser großen Krise braucht es einen Schulterschluss, braucht es kein politisches Kleingeldwechseln. Und es waren heute viele Wortmeldungen in der Krisensitzung, die da durchaus auch Hoffnung geben dafür. Wenn die SPÖ-Vorsitzende es so sieht, dann braucht es da vielleicht noch ein Stück weit auch Überzeugungsarbeit. Ich werde die gerne leisten. Ich werde auch gerne Treffen vereinbaren und veranstalten mit den Oppositionsführerinnen und Führern, weil es wichtig ist, dass wir hier wissen, worum es geht. Es geht um die Überwindung einer der größten Herausforderungen für die Zweite Republik. Dafür braucht es die ausgestreckte Hand, das Miteinander, das Bekenntnis von uns und gleichzeitig auch eine Bundesregierung, die weiß, wohin der Weg geht, um diese Krise zu überwinden. Und das ist gegeben. Schauen Sie, die meisten Expertinnen und Wirtschaftswissenschaftler, die wir, und das sind wirklich viele, jedenfalls die renommierten, in Österreich raten tendenziell und im Großen und Ganzen diesen Weg. Ob und wie weit das reicht, da kann man auch nachjustieren. Das ist eine andere Frage. Nur von den Instrumenten her, das halte ich für ganz wichtig. Und die der Frau Kollegin Randy Wagner hätte ja recht, wenn sie sagt, es kommt jetzt so mal kein Strompreisdeckel, das ist die Definitionsfrage von vorhin. Ja, der ursprünglich ausgerufen wurde, kommt nämlich tatsächlich nicht, weil das wäre der Fall, dass wir quasi europaweit die Kilowattstunden subventionieren, auf das sie von Bayern bis Polen und Tschechien und Slowenien mit
unzähligen, tatsächlich österreichischen Steuermilliarden hier den Strom subventioniert bekommen würden, weil das technische Netzvoraussetzungen hat, die diese Konsequenz hätten. Frau Rendi-Wagner hat selbst angesprochen, dass Spanien und Portugal diesbezüglich Modelle haben, aber auch eben, andererseits juristisch, aber vor allem technisch begründet, eine andere Strommarktsituation hat. Das war sehr erfreulich, dass wir da Übereinstimmung gefunden haben, und die Betonung war dann auch in die Richtung, dass diese Art Einbremsung, wie wir es jetzt nennen, im Strompreisbremse, wohl die vernünftigere ist. Auf das hätten wir uns ja sogar verständigt. Jetzt könnten wir im großen Frieden sagen, okay, es hat tatsächlich Zurufe und Bemühungen gegeben. Aus unserer Sicht waren die ersten Vorschläge komplett in die falsche Richtung gehend. Jetzt könnte es diesen Konsens geben. Und wenn da auch die Opposition dabei ist, oder dann wird es aus dem Vorhergesagten gut sein. Irgendwann werden wir uns halt darauf verständigen müssen, glaube ich, dass wir uns nicht immer alle zumindest auf die gleichen Expertinnen und Wirtschaftswissenschaftler berufen können, weil dann stimmt irgendwas nicht. Wir wissen, welche wir gefragt haben. Ausständig sind die von der SPÖ. Danke, Herr Vizekanzler, danke, Herr Bundeskanzler, Frau Ministerin, danke auch für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.